So, hallo, herzlich willkommen zurück zu Tale of Kingdoms. Wir zocken, ja. Ich habe jetzt mal ein bisschen rumgeguckt, wie man diesen Baumeister da wieder erlangen kann. Damit wir halt weitermachen können. Irgendwie. Eine Frame Rate von 18. Naja. Und herausgefunden, dass wir 64 Holz brauchen. Guck ich mal. Wir haben nur 3 Holz. Ja, also wir brauchen von dem 3 Holz. Also 64. Fehlt uns also noch ein bisschen. Ich weiß gar nicht, wo ich die letzten hier hingetan habe. Ich wette hier unten in diese Restekiste, die ich irgendwo. Nee. Ja, aber. Moment. Kann ich das hier schon mal reintun? So, die auch. Die Pfeile. Ja, komm, tue ich auch da rein. Der Bogen ja gar nicht mit. Cobblestone und Erde. Ach, da hinten ist noch eine Kiste. Kann ich das reintun? Das kann ich auch rein tun. Hä, was habe ich hier alles fürs Kisten gemacht? Naja, geil. Aber ich habe gerade gesehen, dass ich ein bisschen Eisen habe. Kann ich eigentlich mal mitnehmen nach oben? Ja, wenn ich keine Kohle haben sollte. So, jetzt halte ich die ab. Ja, den habe ich auch mal stehen lassen. Was machen wir eigentlich den Weg? Also akut hätte ich ja vorgeschlagen, dass wir einfach das aus den ja den diesen Holzplätzen machen. Ja, ne, das scheint eine gute Idee zu sein. Machen wir es da aus. Oh, ich habe Diamanten dabei. Wieso habe ich denn Diamanten dabei? Ah ne, sind in der Kiste. Ich dachte schon. Ganze. Zack. Zack, zack. Ja. Stein, 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 Stein. Da. 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 So. Ja, eine Schippe wäre wahrscheinlich auch gar nicht so schlecht. Zack. Hallo, ich brauche ein Schwert. Ja, bitte warten Sie. Sie werden ja gleich umgebracht. Ach ja, als ich mit Freunden Stronghold gespielt habe, haben die versucht, mich platt zu machen. Das hat nicht so ganz funktioniert. Dann habe ich mir so gedacht, so, ja, bitte warten Sie. Sie werden platt gemacht. Ich dachte, ich hätte alle hier umgebracht, die in der Nähe sind. Anscheinend nicht. Nö. Ja, also den Weg machen wir aus diesen Dingern. So. Ja, ich denke, wenn wir so ungefähr da hinten hinkommen. Ja, der ganze Berg hier muss mal weg. Fange ich damit wieder an. Schöp, schöp, hurra, alles wird super, alles wird wunderbar. Every night I go outdoor to shipping die Erde weg. Ja. Wenn ich das Lied jetzt gesungen hätte, dann wäre die GEMA auf mich gestürzt. Ja, die Tür kann man da offen lassen, sogar, weil da der Ritter steht. Heißt, wenn ein Zombie langläuft, dann stürzt er sich direkt auf den. Aber sonst nur so ein Monster. Ja, jetzt muss das ganze Steinzeug hier raus. Krass, sind das viele.
Ach, ich hab Brot dabei. Stimmt, habe ich ja geholt. Ich erinnere mich. Geh weg! Ja, ich bin jetzt sehr schweigsam. Ich muss mich hochkonzentrieren mit diesen Stein. Das fordert meine Konzentration, das abzubauen. Da muss ich mich stark konzentrieren. Darum bin ich auch so schweigsam. Nein, stütz! Nein, nein! Krass, er ist nicht explodiert. Glück gehabt. Schock, schwere Not. Ich dachte jetzt schon, er würde explodieren. Die versuchen da alle reinzugehen. Voll krass. Ja, dann bringt die ganzen da vorne um. Ja, bring ich den Zombie um. Der, dieses Zombie. Dankeschön. Ja, wir sammeln mal ein bisschen Geld. Krass, wir haben schon fast 200 Gold mehr. Hallo, schlag doch schon zu. Ich komme und erlöse dich von deiner Qual. Schade. Nein, geh nicht an Land. Nein. Nein, schon wieder kein Geld bekommen. Mann. Mist. Ja, zu Hause buddeln die und arbeiten die wahrscheinlich schön fleißig, meine Arbeiter, die ich mir gekauft habe. Aber wir sind ja eigentlich hierhin zurückgekehrt, um den Baumeister wieder zu holen. Und dafür brauchen wir Stein. Warum buddel ich denn hier so rum wie ein Wilder? Ach, keine Ahnung. Und dann mache ich die Ebene jetzt auch weg. Dann setze ich wieder ein paar Pflanzen. Also so Bäume, die wir ja brauchen. Habe ich eigentlich den Wald hier weggemacht, weil er mich aufgeregt hat. Aber ich brauche das Holz. Nachhinein war diese Idee vielleicht blöd. Oder wir gehen eigentlich zu unserem... Ja, warte, das wäre noch viel coolere Idee. Ist einfach zu unserer Burg zurückkehren. Ach genau, das wollte ich auch sammeln. Ja, es hat schon Vorteil, wenn man so eine eigene Burg hat. Sind die Soldaten auch günstiger? Die leveln halt auch mit der Zeit. Wie ihr schon in den vorherigen Folgen gesehen habt. Da hat man so einen coolen Paladin dann. Das habe ich auf Englisch gar nicht verstanden, dass man irgendwie Einheiten leveln kann. Ich wusste nur, dass man irgendwie epischere Einheiten bekommen kann. Ich dachte, hier muss man sich dann auch irgendwie so praktisch, ja. Dann erst irgendwie ab einer bestimmten Burg Level. Geschichte, die, boah, ich kann jetzt nicht mehr. Ich sollte vielleicht erstmal nachdenken. Okay. Ja, dass man erst ab einem bestimmten Burglevel die praktisch bekommen kann. Aber es ist ja nicht so. Chip, chip. Hier sehe ich gerade, ist Kohle. Nehmen wir die mit. Ja, oh, total viel Kohle. Krass. Wie viel Kohle hier liegt. Nur so ein Klotz. Ja, ich glaube, jetzt haben wir den Stein. Ah, cool. Der Baum ist direkt gewachsen. Das ist super. Können wir uns direkt praktisch... Nein, nicht praktisch. Sondern so gut wie auf ihn draufstützen. Klopf, klopf, klopf. Ja, ich hatte schon mal überlegt, diesen Tree Assist. Nee, Quatsch. Aber auf jeden Fall gibt es das auch für hier Singleplayer. Das mal zu downloaden und da drauf zu schmeißen, weil mich das total abfuckt, dass man die ganzen Bäume fällen muss. Es dauert Ewigkeiten. Ja. So, die Steine weg. Kommen wir zur letzten Geschichte noch. Und dann gucke ich mal, dass ich in den Wald komme, dann kann ich die ganzen Bäume da auch fällen.
Oder wir machen erstmal den Weg. Ne, ich bin für den Weg. Wir machen den Weg, dann können wir nach Hause zurück. Also gut, was heißt jetzt nach Hause? Hier ist unser Zuhause. Aber zu unserer Burg. Und dort organisieren wir uns dann Holz. Ja, was ich jetzt hier mache, ich mache jetzt, mach ich mal so ein paar Steinstufen für eigentlich. Oder mache ich hier eine Holzebene rein? Ja, ich denke, hier mache ich die Holzebene rein. Ja, ich müsste eigentlich auch noch so ein Inventory-Mod haben. Ja, mache ich den 3, dann kommt die Reihe noch weg. So. Genau. Da gehe ich noch eins. Ne, ich denke, ich gehe noch. Dann kommt die Reihe raus. Wo Stein hin? Und da muss ich halt sehen, wie wir das machen mit dem Abstieg. Mal sehen. Ja, bisher geht das. Bisher wirkt das ganz gut. Und ich brauche eine neue Schippe. So. Mache ich das hier mal zu. Ach ja, genau. Hier haben wir Crafting Table. Eine Schippe wäre vielleicht zu wenig. Gut, dann nehmen wir das Holz. Jetzt wurscht. 2, 3, 1, 2, 3. Ja, gut, das sind dann alle. Ha, das passt noch hin. Dann gehen wir mal kurz runter. Lernen unser Inventar was aus. Falsch. Richtig. Und dann gehen wir wieder nach oben. Ja, kannst mir mal folgen nach draußen. Du kannst hier bleiben. So, du Schippe mal wechseln und weiter geht's. Jetzt müssen wir jetzt alles was tiefer setzen. So, da bin ich wieder. Der nächsten Folge. Wir holen uns mal die Setzlinge da. Denn wir brauchen ja Holz. Ganz viel Holz. Ja, und ich weiß, dass du mich stalkst, du Ritter, du. Der Ritter. Und da mal was hin und keine Ahnung, jetzt, da was hin, ja. Ja, komm mal mit. Busch da. Okay, war jetzt nichts drin. Du bleibst bitte hier stehen. Danke. Ja. Basteln wir weiter an so einem coolen Abgang. Nein, wir sterben nicht. Wir wollen einfach nur herunter. Ich sehe gerade, dass ich eventuell eine Spitzhacke bräuchte. Naja. Ah ne, hier ist wieder Erde. Soll ich dann gehen? So. Wunderbar.